Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema richtiger Umgang mit den Menschen in deiner Network-Marketing-Organisation. Und ich freue mich, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Und vielleicht geht es dir auch so, oder ging es dir schon mal so, dass du jemanden rekrutiert hast und mit der Person kamst du einfach irgendwie nicht zurecht. Also es hat menschlich einfach nicht so gepasst und da möchte ich dir heute einen Tipp geben. Weil auch bei mir ist es so, dass ich auch nicht mit jedem Menschen gleich gut kann, ja, und das muss auch gar nicht sein, weil das macht Network Marketing macht ja auch gerade die Vielfalt aus und du wirst sowieso in deiner Network Marketing Organisation, umso größer die wird, die komplette Gesellschaft irgendwo abbilden, ja, und ich meine, das ist jetzt völlig wertfrei, weil jeder Mensch hat das Recht, so sein zu dürfen, wie er sein will, aber du musst halt für dich eine Art und Weise finden, wie du mit den meisten Menschen auf einer beruflichen Ebene auch klarkommst, ja, weil das ist ja auch, und das ist ja die Kehrseite der Medaille, wenn du nur mit einem ganz speziellen Personenkreis zurechtkommst, ja, dann schränkst du ja auch deinen Erfolg ein, weil du wirst nie das Potenzial abrufen können, was möglich wäre, ja, so, und bedeutet, mit je mehr Menschen du zurechtkommst, ja, mit mehr, je mehr Menschen du, ich sag mal, professionell führen kannst, desto mehr Erfolg kannst du letzten Endes haben, zumindest wenn du im Teamaufbau loslegen willst. Und da gibt es im Prinzip aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du entwickelst deine Persönlichkeit so weiter, dass du es immer mehr und mehr schaffst, mit immer mehr und mehr Menschen zurechtzukommen. Und der zweite Weg, die beste ist die Kombi aus beiden, das nehme ich vorneweg, aber falls das nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich dir definitiv immer zum zweiten Weg raten, dass du dir eine Möglichkeit oder dass du dir ein System erarbeitest, einmal zur Kundengewinnung, welches es zum Beispiel schafft, Zurückweisung weitestgehend zu eliminieren und zum anderen ein System der Einarbeitung, ja, dass du ein System in deiner Struktur, in deiner Organisation hast, was es einfach möglich macht, professionell möglichst vielen Menschen die richtigen Informationen zu geben, weil letzten Endes, was die Menschen draus machen, steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und es ist halt ein Unterschied, ob du hunderte Leute in einem Meeting hast, ja, und dort dann die Informationen teilst oder ob du ja jedem einzeln alles erklärst. Und je mehr der Einzelne ins Gewicht fällt, desto schwerer ist natürlich der Umgang da damit, ja, weil wenn du dann Zeit in jemanden investieren musst, wo es einfach vielleicht gar nicht so richtig harmoniert, ist natürlich schlecht. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn man sich, ich sag mal, auf einem neutralen Boden bewegt, kann man natürlich Informationen weitergeben und die Person kann das draus machen, was sie dann für richtig hält. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn du zum Beispiel Angst vor Zurückweisung hast, oder wenn es dir einfach schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen, dann kreier einfach ein System, welches es dir ermöglicht, dass Menschen auf dich zukommen. Ja, und jetzt höre ich schon den einen oder anderen sagen, ja, das geht ja nicht. Doch, das geht. Wir haben zum Beispiel so ein System, welches uns aus 30 Interessenten 1 bis 3 Teampartner generiert. Ja, aber das an anderer Stelle oder beziehungsweise das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt nicht hier Gegenstand des Videos. Also von daher, das ist der Tipp, den ich heute mitgeben möchte. Schaff dir Systeme, weil Systeme geben dir Orientierung und geben dir die Möglichkeit, auch mit möglichst vielen Menschen, zurechtzukommen. Ja? Und Systeme geben auch den Menschen Orientierung, dass sie wissen, wie sie in einem gewissen Umfeld dann auch zurechtkommen können. Okay, ich habe dir zu dem Thema Umgang mit Menschen in deinem Network-Marketing-Business, wie du mit Angst und Zurückweisung umgehst, wie du das weitestgehend eliminierst, habe ich dir einen Artikel erstellt. Den verlinke ich dir natürlich unterhalb des Videos, sodass du da noch viel mehr Tipps als diesen einen jetzt von mir bekommst. Ich hoffe wie immer, dass das heute für dich hilfreich war. Wenn dem so war, gib mir doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, dass du keine weiteren Videos verpasst und du könntest mir einen Riesengefallen tun, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen die Informationen nützlich sind und da würdest du auch hier meine Arbeit ein bisschen mit unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.